Steilen Einstieg. Katzenkistchen leeren. Nicht für schwache Nase. Nein. Das geht wirklich im Fall nicht. Mich klopft es so. Es tut mir wirklich leid. Aber im Fall lieber ein Stall voll Kühe ausmisten als ein Zimmer mit 4 Katzen. Ich schwör's. Du musst gar nicht so unschuldig schauen. Schöne. Drei Tage lang arbeite ich im grössten Tierheim der Schweiz. Hier im Tierheim an der Biers zu Basel können bis zu 400 Tiere gleichzeitig untergebracht werden. Okay. Wow, genau. Sieht wirklich aus wie im Zoo. Gell? Ja. Ja. Da tun wir einfach alle Felsen runterputzen. Ja. Das ist noch überhängend. Bei jedem Tier, das ich sehe, überlege ich mir, was es echt erlebt hat. Warum es da ist. Oh. Wer kommt dort? Der Hase? Hä? Ui, schau mal, das ist ja ein Riesenteil. Du. Hä? Ist ein Riesenteil? Ist ein Riesenteil? Hä? Ja. Ja. Der Küngel Nanni darf frei rumlaufen. Er kann das Türchen von seinem Käse selber aufmachen, erfahre ich. Vorher hat er es wahrscheinlich weniger gut gehabt. Die Behörden haben Nanni hier angebracht, ein Tierschutzfall. Meersäule Chris und Cross hat man in einer Siedlung ausgesetzt, übersät mit Milben. Und der nymphenseitig Jonas ist jemandem auf dem Balkon zugeflogen. Sein Besitzer hat sich aber nie gemolden. Das ist Evelyn. Ich bin Mona. Evelyn, freut mich. Ui, du hast hier. Ui, ja, da läuft etwas. Das sind Findel- und Tierschutzfallkatzen. Mhm. Und das ist Maria. Hoi. Gell, Maus? Ja. Hat die nur ein Auge? Jawohl, das haben wir rausnehmen lassen. Das Findel-Büsi abgegeben worden und das Auge war schon verletzt. Ja. Es ist dann. Nicht zum Retten gewesen, also sie kommt super zu schlagen ohne. Ah, und für sie suchen wir jetzt ein neues Plätzchen? Ja, genau. Oh, die werden wir dann noch zusammen vermitteln. Die einen kommen bald in ein neues Zuhause. Die anderen haben ihre Liebsten gerade verloren und müssen darum ins Tierheim. Mit der Leonie hole ich einen neuen Zugang ab. Geht sie miteinander? Mit Leonie, freut mich. Sie kommen mit dem Jared. Jawohl. Dann können Sie sonst gerade mitkommen. Okay. Dann machen wir noch einen kurzen Eintritt mit ihm. Am Jared, sein Besitzer, der Gogi Schaub, lebt eigentlich schon lange in den USA. Ist vor ein paar Jahren aber in die Schweiz zurückgekommen, um seine kranke Mutter zu pflegen. Zusammen mit seiner amerikanischen Frau, Bonnie. Ja. Hallo. Von wem ist denn jetzt der Hund? Der Hund ist wegen von meiner Mutter. Ah, ja. Meine Mutter, sie ist vor 8 Monaten gestorben. Ah, ja. Die zwei sind sehr gut miteinander ausgekommen, aber am Schluss hat sie nicht mehr laufen können, sondern meine Frau hat ihn getroffen. Ah. 5-mal am Tag. Aha. Und alles zusammen. So hat die Mutter gesagt, ich will, dass du übernimmst. Ja. Nach dem Tod der Mutter muss Ehepaar Schaub zurück in die Staaten. Der Tierarzt hat sie gewarnt, dass der Jared den ganzen Wechsel vielleicht nicht verträge. Und sie hat schon mal einen Hund verloren nach so einem Umzug, sagt mir der Gogi Schaub. Darum lassen sie den 8-jährigen Jared zurück in die Schweiz. Wie hart war das jetzt, um das zu entscheiden? Sehr hart. Ja. Sehr hart. So, ja. Matter of fact, auch meine Frau. Ja. Wir haben schon ein paar Mal dran gehabt. How is it for you? It's very hard. Für mich ist es sehr hart. Ich will lieber nicht darüber reden. Ja, really. Okay. Ich versuche einfach stark zu bleiben. Ja, okay. Er ist ein Hund, der an und für sich auf eine Person geht. Aha, ja. 5. Mit dieser Person wird er an und für sich
immer zusammen sein. Ja. Wenn wir Fernsehen schauen, auch vorne auf dem Bettli. Meine Frau steht auf, geht auf die Palette, er geht genau hinten dran mit und geht vor die Palette an und wartet, bis sie rauskommt. Ja. Dann geht er wieder ins Bett und schlafen. Ja, also so, typisch Begleithund sozusagen. Ja, genau das. Das ist die Mailbox. You can go in. You can say goodbye. I know, yeah. But we will look good after him. Yeah. This will take a while to get adjusted, okay? Dann Kind darf das sonst mit rausgehen, Türen machen wir noch zu, dann habe ich ihn noch abgestellt. Ich kenne den Hund gar nicht, aber schon mir geht es mega ans Herz. Weißt, jetzt hockt der kleine Kerl dort drin. Und genau, weiss halt auch nicht, was gerade am Passieren ist. Ja. Ich könnte nur hoffen, dass er sich schnell an die neue Situation gewöhnt. Ja. Und dass man sich schnell ein neues Plätzchen für ihn findet. Im Schnitt dauert es 3 Monate, bis ein Tier vermittelt wird. Hoi, hoi. Hey, du kannst... Ja, hoi. Hoi, hoi. Blecken. Schau dir das. Du könntest in den Zirkus. Hä? Ja. Oh. Sitze. Hey. Fein. Der Blacky ist aber schon seit 9 Monaten hier im Tierheim. Hä? Ja, fein. Also Erziehung gehört auch ein bisschen zu euren Aufgaben dazu. Ja, extrem. Also auch bessere Chancen nachher haben, um irgendwo runterzukommen. Genau, ja. Ja. Hey, aber in dem würde ich mich jetzt aber sofort verlieben. Ja. Bei ihm ist es wichtig, dass man ruhig ist und dass man ihn nicht aufstacheln. Der Blacky erinnert mich an unsere Appenzellerplässli, die wir in meiner Kindheit auf dem Hof hatten. Unser Hund ist nie ins Haus hineingekommen. Der ist einfach, weißt, so in der Schür auf dem Hof. Ja, das sind so die typischen Hofhunde. Ja. Also ich glaube, immer ein Hund braucht ein bisschen eine Aufgabe. Ja. Und auf dem Hof hat er halt eine Aufgabe. Ja. Gell? Kannst du führen? Ja. Gut. Hä? Hey, du. Ja? Da unten sitzt noch mal so eine. Die schwarz-weisse, wie heisst die? Kino. Ich merke, ich habe mega Hemmungen, um jetzt hier einfach hinzulangen. Wie viel Mal werden die gebissen oder gekräbelt am Tag? Geht eigentlich noch. Schon? Ja. Okay. Geht eigentlich noch, heisst? Nicht täglich. Für die Katze Madea steht jetzt ein wichtiger Moment an. Sie soll nämlich vermittelt werden. Die Interessenten mussten einen ausführlichen Fragebogen ausfüllen. Also, ihr könnt wirklich Google Maps ausdrucken, wie es bei denen zu Hause aussieht. Ja, also einfach die Umgebung. Ja. Ist für uns halt einfach auch ein Argument. Ja. Eben, das haben wir auch alles gefragt, oder? Wie viele Leute sind herum, wie viel Prozent arbeiten sie, wer schaut, wenn sie in den Ferien sind, wo wohnen sie, wie viele Quadratmeter. Also ich glaube, auf jeder Dating-Plattform musst du weniger Angaben über dich machen als bei euch. Ja, wir wollen einfach das Beste fürs Tier, nicht einfach so schnell wie möglich raus, nächste. Ja. Boah, weil ich wäre nervös, wenn ich mich bei euch für ein Tier bewerben würde. Ja, sehr. 2 Bewerbungen findet Evelyn vielversprechend. Heute kommen die ersten Interessenten zum Gespräch. Schön, sind Sie gekommen. Die erste Frage, die uns halt interessiert, ist, wieso gerade die Madea? Weil sie einfach mega herzig ist. Also, wenn sie auf dem Foto gesehen und gefunden, sie ist wirklich mega herzig. Ja, dann haben wir gesagt, fragen wir mal an. Haben wir sicher nicht gesehen. Wir haben gesehen, sie arbeiten ja beide. Mhm. Wie sehen Sie es da mit Quality Time in dem Sinn? Also ich arbeite 90%. Das heisst, bei so alle 2. Freitag meistens habe ich frei.
Und ich bin so 2-3 Tage in der Woche im Homeoffice. So beschäftigungsmäßig, wie stellen Sie sich das vor? Wie man sie beschäftigen? Mhm. Ich hast schon gesagt, ich weiss nicht, ich bin eine kleine Katze, lenkt der Schnur. Ich habe gesagt, oder, auf jeder Dating-Plattform musst du weniger von dir angeben, als wenn du da ein Tier musst holen. Was ja auch gut ist, oder? Ja. Sonst landet es dann eben wieder da. Ja, genau. Ja. Mal? Dann gehen wir doch mal zu der Madea. Da wird Madea. Hier, Maus. Jetzt kommt der entscheidende Teil. Ciao. Wie reagiert Madea auf ihre mögliche neue Familie? Dann würde ich sagen, lassen wir sie mal kurz allein im Raum. Ja, genau. Mhm. Ja, ich beobachte es dann halt einfach ein bisschen, weil sie ganz ungestört sind. Ja. Wie so das Verhalten der Katze ist, wie ihr das Verhalten ist. Hast du auch Katzen zu Hause? Sie gestern nicht mehr. Oh! Ja. Ist deine gestorben, oder? Ja, ich habe sie müssen gehen lassen. Gestern? Ja, gestern Abend. Oh, ehrlich? Ja. Oh. Beim Tierarzt oder zuhause? Nein, zuhause. Ja. Er hat zuhause dürfen gehen. Ja. Das war ja schon alt. Ja. Oh. Aber in dem Fall umso schlimmer für dich, oder? Alt heisst, du hast ihn sehr lange gehabt. Ja, 17,5. Okay. Und das ist lange Zeit. Ja. Ja, tut mir leid. Ja, gehört auch zum Leben, gell? Nicht nur die schönen Seiten. Ja. 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 Sie geht auf jeden Fall an. Mhm. Sie spielt auch. Mhm. Ist aber jetzt, sucht jetzt nicht sehr den Kontakt zu den Menschen. Ja, ja. Ganz anders sieht das aus beim rothaarigen Zorro. Und am Tag darauf meldet sich das Paar am Telefon, dass sie sich mehr für das bei uns interessieren als für die Madea. Am nächsten Morgen gehen wir als erstes beim Jared vorbei. Jared? Guten Morgen. Sein Blick ist schon so, schau mal. Er sieht schon. Wie so ein kleiner Dulder. Er weiss halt auch nicht, was jetzt gerade am Passieren ist. Gell? Ja, ja. Aber sonst geht es ihm gut. Ja. Hat dann in die Box hineingemacht, das schauen wir immer noch. Schauen. Ja. Genau. Echt, das geht. Wir können am liebsten geschwind. Ja. Okay. Das machst du jetzt nicht. Du gehst jetzt nicht rein und du ihn streicheln. Ja, ich tue ihn eigentlich behandeln wie alle anderen Hunde. Ja. Dass ich einfach meine Arbeit halt mache, dass er dann auch schnell in das reinkommt in den Alltag drin. Ja. Und dann auch merkt, wie es bei uns so läuft. Ja. Ja. Gut. Nein. Gut. Dann fangen wir sonst an zu arbeiten. Gut, super. Dann darfst du wieder zu der Katze gehen, zu der Noemi. Das ist der Emil. Hi Emil, ich komme noch grad zu dir. Gell? Das ist eben unser Seniorenzimmer. Hier muss man halt einfach ein bisschen schauen, weil er eben nichts mehr sieht, nichts mehr hört. Muss man halt alles ein bisschen langsam machen. Was kommt der eigentlich noch mit über? Eigentlich meistens so Schwingungen kommen die noch mit über, Vibrationen. Ja. Und er fühlt sich eigentlich immer noch wohl, immer noch Lebensfreude. Er hört und er sieht einfach nicht mehr. Darf man ihn lang? Ja, man muss einfach vorsichtig, weil er erschrickt meistens zuerst. Ja. Beckham heisst der Kater. Findest du noch ein Plätzchen für den? Oder wird der eigentlich einfach seine Tage hier verbringen? Es hat schon viele Bewerber gegeben, die sich für einen Beckham beworben haben. Ah, wirklich? Ja. Aber wenn sich schon so viele beworben haben, wieso haben sie ihn denn nicht genommen? Es hat einfach nicht gestimmt. Aha. Mhm. Hm. Im Katzenzimmer nebenzu haben sie Hunger. Ups, so, da. Ui, Jecht, das Entschuldigung. Das wäre fast ein Unfall gewesen. Achtung, ja, schau mal. Beim Durchgang zum Felsen hat es auch noch jemanden, der Nerino. Ah. Kannst du es einfach dort anstellen, dann holt es dann schon. So.
Halb neun, Zeit für den täglichen Rapport. Alles gut? Ja. Der Rex, da haben wir den Termin abgemacht für Kastration. Da muss am 8:30 Uhr beim Tierarzt sein. Und am 2 Uhr geht der Kellogs in die Probezeit, die Katze. Und Küngeli, Karl und Wuschel dürfen heim. Alles klar? Das ist Sandra Müller, Bereichsleiterin vom Tierheim. Sie arbeitet länger hier als alle anderen an diesem Tisch zusammenzählt. Sandra hat schon sehr viele Geschichten erlebt. Sie nimmt mich mit zu einem speziellen Katzenfall, der im Haus nebendran untergebracht ist. Hallo, hallo. Na? Wie geht's euch, Mäusi? Oh, du musst gar keine Angst haben. Ist alles gut. Das war eine Gruppe von 22 Katzen, die gekommen sind. Alle miteinander? Auf einen Schlag, ja. Aber das ist ein Tierschutzfall. Also das war so, dass uns gemolden wurde. Es wurde behördlich gebracht. Worden. Ah. Ob es jetzt irgendwie hintendran etwas läuft oder nicht, wir kriegen keine Infos, weil das ist alles datenschutzrelevant. Ja, das wissen die ja gar nicht, was da passiert ist. Genau. Nein, in der Regel nicht. Also es gibt natürlich aufgrund des Zustandes, es sind sehr scheuche Tiere. Ja. Wir gehen davon aus, dass da wirklich entweder jemand wollte ein bisschen Geld verdienen mit Züchten, keine Ahnung. Oder aber, sie haben einfach bereits schon das erste Anzeichen gezeigt vom Animal Hoarding. Animal Hoarding. Genau, also Tier sammeln. Aha. Und das Animal Hoarding wird ja als Unterkategorie vom Messi-Syndrom gehandhabt im Moment. Also als psychische Erkrankungsform. Ja. Ah. Wie viel so Fälle hast du jetzt schon miterlebt von dem Hoarding? Also, dass Leute eigentlich Tier sammeln, so Tier-Messis? Ja. Yeah. Also ich habe schon große Fälle miterlebt, mit irgendwie 50 Hunden. 50 Hunden? Mit x Katzen. Also beispielsweise, wenn 30 Katzen in einer Einzimmerwohnung hast, da wohnen sich über Wochen, Monate lang über einen Gestank beschweren, dann kommst du in die Wohnung rein, das ist so hoch Siff am Boden, es stinkt bestialisch und du hast einfach eine Menge Tiere auf einem ganz kleinen Raum, der irgendwie gar nicht weiss, wo sie hin sollen. Ja. Es ist nicht so, dass die Menschen irgendwie diesen Tieren Böses wollen. Ja. Irgendwann läuft es halt aus dem Ruder und sie merken es nicht, sie sehen es nicht. Sie sind dann wirklich in dem sie haben eine Aufgabe, sie bemühen sich nach besten Kräften, sie sind überzeugt, sie sind ganz Beste für die Tiere. Also die Intention, die Absicht ist sehr, sehr eine gute. Ja. Die Tiere sind offenbar ein Lebensinhalt für die Menschen. Ja. Ja. Und dann kommen die oder kommen die Behörden und nehmen ihnen die Tiere weg. Werden die Leute aggressiv oder gewalttätig, wenn man ihnen die Tiere wegnimmt? Ja, das ist dann, wenn sie, also gerade im alten Tierheim, ist die Theke noch niedriger gewesen, jetzt noch keine Glasscheibe gehabt, wenn dann der andere plötzlich mit dem Messer neben dir steht, dann hätte es nur noch eins gegeben, Notknopf drücken und hoffen, dass der unter rechtzeitig mit der Unterstützung da ist. Das gibt's. Das haben wir gehabt, ja. Wenn Tierliebe so aus dem Ruder läuft, dass Behörden eingreifen müssen, dann leiden alle. Einzelne Halter gehen bis vor Bundesgericht, um Tier wieder zurückzubekommen. Gewisse Tiere dürfen wir darum auch nicht filmen, weil ein Verfahren am Laufen ist. Der Blacky ist bereit für seinen Spaziergang. 2 Stunden am Tag kann jeder Hund raus. Dank den Leuten, die hier anstehen. Freiwillige Hundespaziergänger. Alle haben einen Kurs absolviert. Ich habe sehr gerne dir, Hund sowieso. Ich bin aber berufstätig 100%. Ich habe keinen eigenen Haar. Darum finde ich die Institution hier finde ich mega. Ich finde es super. Ich komme bei Wind und Wetter. Ich komme mich hier an, hole einen Hund und gehe spazieren. Der Hund hat eine Freude, zum Teil auch 2 Stunden lang. Ja. Wem tut sich besser am Schluss, dir oder dem Hund? Ja, ich glaube, beide gleich. Es kommt immer darauf an, was für einen Hund man dann kriegt. Also, es gibt kleinere und größere und ein bisschen aggressivere. Also, es ist immer witzig, die verschiedenen Charaktere der Hunde kennenzulernen. Ja. Für ihn gibt es heute den Blacky. Ja, ist gut. Ah, neue Leine, gut. Ja. Prima. Danke. Merci, merci. Komm, Blacky, komm mal. Oh, das ist auch ein Blacky. Ja. Ja, das ist typisch. Er spielt aber gerne. Das ist schon die zweite Leine, und ich habe die erste durchgebissen.
Also, ist um zwei gewesen. Anfang, geh mal unterwegs. Merci. Komm. Der Madea werden heute die Fäden beim Auge gezogen. Schön gesetzt. Ein Leben mit nur einem Auge sei für eine Katze kein grosses Problem, sagt der Tierarzt. Es schnurrt sogar. Sonst ist alles gut jetzt. Dann kommt Madea noch eine Kombi-Impfung über gegen verschiedene Katzenseuchen. Nein. Ja, ist passiert. So. Ist gut, bist frei. So weiß noch nicht so recht, was machen. Ja, was Rätsel anfangen. Sieht man jetzt, ja. Leonie will herausfinden, was der Jared für einen Charakter hat, weil je genauer sie den Hund kennt, umso besser kann sie ihn vermitteln. Kann man probieren. Interessiert mich auch nicht wirklich. Ja, gell? Sandra schaut von außen zu. Sie hat die grösste Erfahrung mit Hunden. Hast du gesehen, Sandra? Also, grundsätzlich ist auch ein Mensch interessiert. Ja. Und am Geschehen vom Mensch. Ja. Ist jetzt das eine gute Ausgangslage, weißt, für den Jared, um ein Plätzchen zu finden? Das ist Hammer. Sicher. Wichtig ist aber, dass du jemanden findest, der halt wieder, wie der vorhergehende Besitzer, wirklich Zeit mit dem Hund verbracht hat, dass mehr oder weniger 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche mit dem zusammen ist. Bei dir hat man auch fast das Gefühl, wenn ich dich so erlebe, der Betrieb ist auch für dich irgendwie rund um die Uhr, oder? Ja gut, das sind Lebewesen, die wir hier betreuen. Ja, aber es ist auch dein Leben, das? Ja, jo, natürlich. Okay. Doch, doch. Also, es ist ein riesen Betrieb. 32 Angestellte. 32 Angestellte. Hey, was kostet das? Das ist um die 3 Millionen. Okay. Also, es muss alles zuerst gesammelt werden. Nur Spenden? Zum grössten Teil Spenden. Ja. Nehmen die Spenden zu oder nehmen sie ab? Mit der Pandemie ganz klar ab. Ab? Ja. Ich kann sagen, es ist sicher um gute Drittel zurückgegangen, aber wenn nicht mehr. Ja. Aber das ist existenziell. Ein Drittel weniger Geld bei diesem grossen Betrieb. Würde der Betrieb von der Geschäftsleitung nicht wie ein KMU geführt werden, ich glaube, uns hat es auch verwünscht. Ach, wirklich? Ja. Und gleich auf der anderen Seite hat man das Gefühl, wir geben so viel Geld aus für Haustiere. Ja, 670 Millionen im ja, Jahr. Das ist locker, es gibt immer mehr Hunde und es gibt immer mehr Katzen. Ja. Ich frage mich, ist das überhaupt eine gute Entwicklung? Nein, nicht. Definitiv nicht. Warum? Weil mir denkt, es wird völlig unterschätzt, was ein Haustier bedeutet. Meinen, man könne einfach ein Tier so schnell nebenher noch haben, etc., funktioniert einfach nicht. Ja. Und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann passiert das, was wir jetzt im Moment extrem auffallend haben. Ja. Geschieden, Trennung, können das Tier nicht mehr finanzieren, wir gehen es ab, schauen doch Tier. Ach, wirklich? Ja. Also, ihr kommt jetzt viel mehr Tiere über, auch mehr Findeltiere. Das ist sicher so, das können wir sagen. Die Zunahme ist definitiv Zeichen von, ich habe unüberlegt eingekauft. Was ist die Wegwerfgesellschaft, die man merkt? Ja. Ein Tier als Konsumgut. Allein gestern sind 6 Leute vorbeigekommen, die schnell einen Hund posten wollten, erzählt Sandra. Aber so läuft das nicht im Tierheim an der Biers. Da wird genau angeschaut. Für die einäugige Katze Madea steht das zweite Bewerbungsgespräch an mit der Familie Köliker. Die hat schon einen Bezug zu Madea. Ich habe gelesen, sie haben ein Grund, wieso Madea? Meine Schwiegermutter ist in Hochwald an der Strasse gelaufen und dann ist ein Velofahrer zu fahren mit der Katze da drüber und hat ihr die gegeben. Und sie hat halt auch nicht recht gewusst, was machen dann schlussendlich mit dem Büsi. Und ja, so ist das bei euch gelandet. Die Frist von 2 Monaten, wo sich die Besitzer vom Büsi hätten können melden, ist abgelaufen und Kölikos würde die Katze jetzt gern zu sich auf den Bauernhof nehmen. Kann man dann so den eigenen Eindruck, oder? Selber sind ja Leute auch sympathisch oder weniger sympathisch. Schaffst du das, um das auszublenden? Ja,
Weil es geht schlussendlich geht es ja ums Tier und nicht, was finde ich am besten. Ja. Macht man sich wahrscheinlich nicht immer nur beliebt, oder? Bei den Leuten? Nein, gar nicht. Es verstehen auch viele nicht, dass wir so in Anführungsstrich hart sind. Schlussendlich kann man es eh nie allen recht machen. Mhm. Und du willst es lieber dem Tier recht machen als den Menschen? Ja, doch. Setz sie nicht weg. Du? Ich glaube, ich bin noch müde vom Essen, oder? Ich weiss nicht. Ja, es war auch noch ein strenger Tag. Ah, so, natürlich. Ja, genau. Aber sie ist so süß. Ja, das ist sie. Ja. Sehr zutraulich, also von dem her. Ja. Das ist eigentlich toll. Das ist wirklich toll. Ja, also es ist eine ganz herzliche Katze. Zeigt so, dass sie so ein bisschen eher eine ruhige Katze ist und nicht so am Spielen interessiert ist. So. Sie ist eigentlich recht lebendig, sonst so. Sie klettert und macht und tut nicht mehr. Extrem. Sie ist sehr aktiv auch. Und sie spielt auch gern. Ja. Warme Katze, du schwitzt schon fast. Vielleicht hat Madea ihr Körbli schon bald bei Krölikers zu Hause. Am nächsten Morgen wird klar, warum die Madea so ruhig und warm war. Madea, die haben wir gestern oben noch notfallmäßig zum Tierarzt gebracht. Die hat eine Impfreaktion gemacht, so wie es aussieht, mit 40,9 Fieber. Es ist dann aber auch am Tropf wieder gesunken. Sie hat aber immer noch Temperatur heute Morgen. Wir lassen sie jetzt weiter an der Infusion. Und sie wird das Blut noch mal gecheckt, um einen Infekt ganz sicher auszuschliessen. Und dann kriege ich vor Mittag Bescheid, wo wir stehen mit ihr. Das Wohl des Tieres steht für diese Menschen hier immer im Zentrum. Im Tierheim selber, aber auch außerhalb. Ich mache mich mit Sandra und Noemi auf den Weg in die Stadt. Wir bringen eine grosse Ladung Hunde- und Katzenfutter zu einer Organisation, die sich in der Gassenarbeit engagiert. Die haben immer so Freude, wenn das Zeug kommt. Ich sage das total. Ich finde das so herzig. Der Verein «Schwarze Peter» gibt das Futter an Leute weiter, die am Rand der Gesellschaft leben. Hallo, morgen. Hi, Mats. Morgen. Du, das gibt ein bisschen zu morgen da für uns. Hi, Möserich, jetzt gibt es etwas zu essen. Du, schau mal, was wir dir hier mitgebracht haben. Gerade Obdachlose sind fürsorgliche Hundehalter, sagt Sandra. Aber es fehlt ihnen halt häufig am Geld. Wer bist du? Das ist Joya, das ist ein Schmusekind. Hey. Und sie kommt jetzt hier auch ein bisschen rüber? Ja. Darum ist immer schön, wenn man hier holen kann. Was bedeutet dir jetzt? Für mich. Ich hatte 3 Möps und habe letztes Jahr 2 verloren. Ich bin allein lebend und ohne Tierle. Ich habe noch 2 Katzen, ohne Hund. Du musst raus, auch wenn es dir nicht gut geht. Dass man nicht nur daheim ist und immer im Bett liegt. Ja. Das ist für mich, wie es blöd gesagt, ein Kinderersatz. Sonst irgendwann, wenn mal etwas ist und bist immer allein, das geht nicht. Das ist für das Herz auch nicht gut. Hey, du, gibt es Futter für dich? Ja, jetzt geht wieder Happy Happy, dass wir wieder ein bisschen zunehmen. Ah ja. Und zu Fressmonster. Ich darf dann wieder Sport machen. Ja, du musst dann rennen mit der Rennen. Ja, ich muss es wieder abtrainieren, wenn ich wieder nicht dumm bin. Ja, also du schaust das dann. Genau, ich bin Jan. Ich schaue immer auf die Möpse, also auf habe früher noch auf alle Möpsle geschaut, wenn sie unterwegs war oder eben im Spital war. Oder so. Ich habe selber auch 5 Katzen daheim. Das Tierli auf jeden Fall. Wir haben uns eigentlich durch die Nachbarschaft kennengelernt. Ich bin am Fenster gesessen mit meinem Hund auf dem Schoss. Und dann läuft sie mit ihren 2 Möpsen bei und ich sage noch so über: Hey, wohin geht es mit diesen Möpsen? Ja. Dann hat sie mich zuerst mal blöd angeschaut. Oder? Ja, man spricht doch nicht einfach eine Frau an. Also, oder? Und dabei habe ich es nur auf Tierli bezogen. Oder? Ja. Dann ist sie rübergekommen. So sind wir dann ins Gespräch gekommen. Ja. So haben wir dann auch
Verbindung haben miteinander. Ja. Was bedeutet dir jetzt, ein Tier zu haben? Das ist absolute Unterstützung. Also, bei was? Ja, also, ich habe ein Suchtproblem, ich bin schwer ein Alkoholiker. Und durch das, dass ich eben meine Tiere habe, das hilft mir schon, oder? Dass ich einfach klar im Kopf bleibe. Oder? Klar, ich muss trinken, ich bin süchtig. Ja. Aber wenn ich heimkomme, weiss ich genau, da habe ich eine Funktion, da muss ich funktionieren bei diesen Tieren. Oder? Aber es ist wichtig, oder? Man braucht ein Tierli. Also ich brauche meine Tiere, oder? Sonst könnte ich gar nicht sein. Ja, also sonst würde ich versumpfen, ganz ehrlich gesagt. Ich habe immer schon Tiere bei mir gehabt. Ich habe ja meinen Hund auch, als ich obdachlos war, hatte ich auch immer den Hund dabei. Oder? Ja. Er war auch ein Schutzhund für mich. Natürlich. Ach, wirklich, ja. Ja, der musste auch auf mich aufpassen. Und. Ja. Und das war ein Geben und ein Nehmen. Oder? Das ist in dem Moment ist das auch wie so dein einziger Partner in dieser Zeit? Mein bester Freund, mein Kind, mein Ein und Alles. Also meine grosse Liebe, auf Deutsch gesagt. Jan, sein Hund, ist letztes Jahr gestorben. Seine Geschichte hat mir am eindrücklichsten gezeigt, wie wichtig ein Tier für einen Menschen sein kann. Auch Noemi und Leonie haben eigene Hunde. Die Tiere nehmen bei ihnen privat und beruflich einen riesigen Platz ein. Ohne sie könnten sie sich ein Leben nicht vorstellen. Ist denn, weißt, ein Tier gleich viel wert wie ein Mensch jetzt für dich? Ja. Ja, zum Teil sogar mehr. Echt? Ja. Warum? Ich weiß nicht, für mich haben sie wirklich etwas ganz Spezielles. Und man versteht sich irgendwie trotzdem auch ohne Wort. Ja. Das finde ich noch schön. Ich glaube, wie für die vielen Menschen, auch, dass halt der Mensch eigentlich nicht das einzige Lebewesen auf dieser Welt ist. Der Mensch sucht immer Gesellschaft. Ja. Und eben finde ich noch schön, dass man dann auch ein Tier als Gesellschaft haben kann. Die Beziehung zwischen Mensch und Haustier, sie kann so verschieden sein. Von Herzlosigkeit bis grosser Liebe. Vom Sammelobjekt bis zum Lebenspartner. Mit dem Jonas zum Beispiel könnte ich stundenlang Duett singen. Und der Jared Schliessli hat mir gezeigt, wie fest das Tier auch ein Mensch braucht. Für ihn darf es übrigens auch gerne eine Tramfahrerin sein. Auch das macht der Jared nämlich tipptopp. Fest bestanden. Tier und Mensch zusammenbringen, den Jackpot für beide zu finden, das ist das grosse Ziel. Die Madea muss für das aber zuerst wieder fit werden. Sie hat immer noch ein bisschen Temperatur und kommt Antibiotika über. Oh, Schnüppelmaus. Oh. Ja. Genau, sie hat den Hals getragen. Das muss sein, weil sie ist ein kleiner Unhold. Und spielt gerne mit allem, was ihre zwischen Zähne kommt. Okay, dann lassen wir sie noch ein bisschen bei euch in dem Fall, bis sie stabil ist. Ja? Ciao, tschüss, miteinander. Die Madea kann also noch nicht gerade weiterziehen. Aber wie hat sich Evelyn überhaupt entschieden, für oder gegen die Familie Kröliker? Ja, Frau Kröliker, da ist Keil, Tierheim bei der Wirs. Wir haben uns für Sie entschieden, für die Madea zu platzieren. Oh, hey, da bleiben wir noch. Ja, wir uns auch. Eins, Tierli. Jackpot. Yes. Das ist ein Einblick in eine Welt, wo das Wohl des Tieres wirklich im Zentrum steht. Und ich bin total gespannt, wie es auf euch wirkt. Oder? Also, findet ihr das jetzt eher übertrieben? Oder sagst du, hey, nein, eigentlich müsste es überall so sein, weil ich könnte mir nämlich ein Leben ohne Haustier auch nicht vorstellen. Eure Kommentare hier unten in die Kommentarspalte. Ich bin mega gespannt. Abonniert unseren SRF Doc YouTube-Kanal, dann gibt es mehr Mona mittendrin.